So Leute, willkommen zurück zu South Park, The Fractured But Whole. Beim letzten Mal haben wir die schwarze Ziege von H.P. Lovecraft besiegt. Und... Ich mach sie fertig! Ja, jetzt haben wir... Aha, mein treuer Helm schützt mich vor deinen mentalen Kräften! Aber warum wurde mein Gehirn dann nicht gehackt? Dr. Timothy kann nur eine gewisse Anzahl von Gehirnen gleichzeitig kontrollieren. Zum Glück habe ich mir die extra feste Alufolie gegönnt. Oh ja, also beim letzten Mal haben sie rausgefunden, dass wir sie betrogen haben. Frissen und weg! Und daher haben wir jetzt leider ein Problem. Aber zum Glück haben... Hat der sich die ganze Zeit in deinem Darm versteckt? Zum Glück haben wir hier auch Leute dabei, die nicht zwangsweise zu uns gehören. Und daher nicht von Dr. Timothy kontrolliert wurden. Das hilft uns begrenzt. Schön, mit dir zusammen zu arbeiten. So, der da ist als nächster dran. Das heißt, den müssen wir auch noch auf Eis legen. Eigentlich sollte ich mich mit meinen Laseraugen aufwärmen können, aber das funktioniert so nicht. So, Stan, jetzt kriegst du von deiner Freundin erstmal eine... Ein bisschen Dresche. Prügel hier. Folge mir auf Instagram, sonst mache ich das gleich nochmal. So, Professor, es wird Zeit, sich zu rächen. Rächen vor allen Dingen, rächen. Ich lasse dich nicht aus den Augen, Professor. Das gibt Rache. Der haut richtig fest zu. Rache war schon immer mein Ding. Es ist bloß. Achso, Quatsch, das ist ja gar nicht Stan. Stan ist ja Toolchat, das ist Craig. Mein Gott, ich komme hier schon ganz durcheinander. Du schaffst das! Los, mach die Drecksau fertig! Ja. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. So. Ob Freedom Pal oder Coon Friend, ich finde dich cool. Coon and Friend. Als Freedom Pal wärst du mir vielleicht doch lieber. So, hiermit treffen wir alle. So, mal gucken, ob ihr zu viert meiner ultimativen Kraft gewachsen seid. Ich bin hier immer noch Elementarist und habe nie einen Skill vom Pflanzmagier ausgerüstet. Aber ich bin halt auch nicht so der Supporter, ne? Oh, scheiße. Ich bin halt eher der aktive Kämpfer. Raus aus meinem Kopf, Dr. Timothy! Ich bin bei dir, Wunderarsch! Oh. Diese Behandlung gefällig? Sehr schön. Kannst du... Du stehst leider nicht gerade in einer geraden Linie. Aber du kannst Wunderarsch zumindest mal ein Schutzschild geben. Jetzt bin ich aber mal dran, Leute! So. Schön, habe ich Craig gesagt, das Kleid. Der Doktor hat mein Gehirn infiziert, aber jetzt bin ich wieder da und bereit zum Saugen. Schwere zur Action. Gut, dann mach mal. Sehr befriedigend. Damit heilst du dich ja wieder. Timmy, hör auf, mein Gehirn zu vergewaltigen. Wunderarsch, zeigen wir es ihm. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Kann ich ihn eigentlich auch direkt angreifen? Ich kann ihn direkt angreifen. Das geht nie durch Kunstagrams Gewaltfilter. So. Jetzt noch Blitzfreak und dann haben wir alle. Mir gehen die Lichter aus. Oh Mann, war das abgefahren. Gar nicht cool, Timothy. Ich bin jetzt wieder beim Team Wunderarsch. Ich bin so sauer auf dich, Furzlord. Gut gekämpft. Dann müssen wir das wohl auf die altmodische Art lösen. Das heißt? Besiege Dr. Timothy. Okay. Du hast eine Menge Gehirne gefickt, Dr. Timothy. Jetzt büßt du. Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ja, ja, wenn wir dazu kommen. Ich sollte vielleicht erstmal hier so eine...
Turboheilung vollziehen. Das habe ich gebraucht. Das glaube ich dir. So. So, Dr. Timothy. Ihr habt mich echt enttäuscht, Leute. Ja, sorry, Kuhn. Aber du standest kurzzeitig auf der falschen Seite. Das geht so nicht. Ach stimmt, der kann sich ja teleportieren. Was der nicht alles kann. Aber immerhin nimmt der Schaden durch Bluten. Und in Zukunft auch durch Brennen. Cartman ist kein Teamspieler. Gewinnt der Gerechtigkeit! So, heil die beiden mal. Heilung! Danke! Ja, für sowas sind Supporter echt gut. Und immer schön auf Dr. Timothy. Hey, jemand hat mit deinem Namen 6 Paletten Viagra gekauft. Verbrechen ist eine Krankheit und ich bin das Heilmittel. Gut, dann zeig mal deine Heilung. Mückenstich! Aha! Ohne einen gewissen Ekelfaktor geht's bei Kleid ja nie. Danke, Callgirl. Mal los! Bam! Ja! Wir könnten Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus kommst! Super Craig, einsatzbereit! Naja, Captain Diabetes und Super Craig sind halt stark. Super Craig! Ich arbeite dran! Mein Hammer wird meine Gegner ins Chaos hämmern! Damit kann ich ordentlich Schaden machen. Die Frage ist, will ich das? Ich kann ja auch hiermit angreifen. Schönes Chaos, Professor! Mist! Danke, Core-Girl! Ah, so weit ist er nicht weggekommen. Timmy! Da ist nur noch Matsch in der Birne. So, es macht aber die ganzen Status-Effekt-Schäden jetzt bei ihm. So. Das soll's gewesen sein. Gut gemacht, Blitzfreak. Hier gibt's keine Gedankenkontrolle. Energetisierender Kodex und Charakterbogen von Dr. Timothy. Oh, was ist passiert? Wieso blute ich an der Lippe? Wo zum Arsch ist Classy hin? Dr. Timothy! Du verdammtes Monster! Er wollte uns nur helfen. Mann, Mysterion ist echt sauer auf dich. Ihr habt diesen Krieg angezettelt, nicht wir! Ihr kapiert das einfach nicht. Dr. Timothy hat versucht, uns alle zu retten. Freedom Pals und Kuhn-Freunde. Was? Tim. Ruhig, Doc. Du hast ganz schön eingesteckt. Wow, das ist euer Stützpunkt. Wirklich der Wahnsinn. Hier ist es ja richtig cool. Das Kuhn-Versteck hat aber auch viele coole Sachen. Aber nicht schlecht hier. Dr. Timothy war nie euer Feind. Er hat versucht, uns allen zu helfen. Aber wie? Hiermit. Oh mein Gott, er hat es entschlüsselt. Es war sein Lebenswerk. Er hat sein Herzblut dafür gegeben. Ein komplett ausgeglichener Franchise-Plan. Jeder hat seinen eigenen Film und seine eigene Serie. Alle sind rechnerisch gleichwertig. Jesus, das ist unglaublich. Timothy hat sich daran beinahe zu Tode gearbeitet. Während wir also versucht haben, euch eins auszuwischen, hat Timmy versucht, uns zusammenzubringen. Ja, und dann hat Wunderarsch ihn fast umgebracht. Ist halt echt ein Arschloch. Dafür können wir nichts. Ja, wir haben euch nur benutzt. Für diese Katze gibt's $100 Belohnung. Und ihr wolltet sie für euch? Ja, aber jetzt nicht mehr. Was heute Nacht bewiesen wurde, ist, dass wir gemeinsam am stärksten sind. Dafür ist es zu spät. Wir haben als ein Team begonnen. Wir wollten alle aus demselben Grund Superhelden sein, um mit unserem Franchise Millionen zu verdienen. Lasst uns wieder ein Team sein. Bin dafür. Leute, kein Civil War mehr. Verbinden wir die Belohnung für die Katze zusammen. Für ein gemeinsames Franchise. Ja, ja, genau. Okay. Aber wir nennen uns Freedom Pals? Freedom Pals. Und, Timmy ist dann der Anführer der Freedom Pals? Also er hat das Sagen? Ja. Na gut, finde ich super.
Freedom Pals klingt viel cooler als Coon and Friends. Freedom Pals. Freedom Pals. Finde ich echt geil. Dann steht's fest. Morgen holen wir uns die Belohnung für Scrambles und kurbeln damit Timmys Franchise-Plan an. Zusammen. Freedom Pals. Sanktion. Aber mit Inklusion. Fuck yeah, Leute. Auf geht's. Ja, es klingt jetzt nach einem schönen Ende, aber ich fürchte, das ist es nicht. Ach, du... Hallo? Okay, ne. Hier hat jemand... Und jetzt die Nachrichten, die Sie gut in den Tag bringen. Ketchup verschüttet. Guten Morgen, South Park. Weiß ich nicht. Ein Angriff auf das South Park Polizeirevier hat die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Häftlinge entkamen und Polizisten liegen im Krankenhaus. Ein Mitglied der Handelskammer hat die Nase voll und kandidiert nun für das Amt des Bürgermeisters. Die Bürger von South Park sollten sich sicher fühlen. Sicher vor Selbstjustizlern, die Leuten ins Gesicht furzen. Gemeinsam können wir uns von diesem Analterrorismus befreien. Mein Name ist Mitch Connor und das ist meine Botschaft. Das heißt, irgendjemand hat unser Haus hier demoliert, wahrscheinlich unsere Eltern gekillt oder extrem viel Ketchup verschüttet und ja, ne? Aber gestern Nacht war ja eh ziemlich was los. Vielleicht waren die auch gar nicht zu Hause. Hast du manchmal das Gefühl, dass du nicht weißt, was du tun sollst? Dass dir jegliche Orientierung fehlt und du keine Ahnung hast, was los ist? Mein Kind, du hast leider auf die falsche Weise versucht, zu dir zu finden. Deine sexuelle Identität oder deine Ethnie zu kennen, das ist nichts im Vergleich dazu, sich spirituell zu kennen. Geh zu Stark's Pond, mein Kind. Da wartet jemand auf dich, der dir helfen wird, zu deinem wahren Ich zu finden. Lass mich raten, ich muss jetzt mit Jesus über meine Religion reden. Da ist ein Ninja. Freedom Pals! Alle Freedom Pals auf der Stelle zur Basis! Wiederhole, alle Freedom Pals zur Basis! Ja, ich möchte jetzt aber erstmal nachholen, was ihr mir geschrieben habt, dass man bei Kennys Haus vom Vater den Schlüssel bekommt. Ach, nerv nicht. Korea Ninjas. Ja, so. Was zum Teufel hast du hier zu suchen? Warte, schon wieder? Nein, eigentlich nicht. Ich hab grad zu tun. Was zum Teufel hast du hier zu suchen? Oder im Zimmer vom Vater? Aber hier habe ich doch eigentlich alles durchsucht. Ach, da oben. Ah, den habe ich natürlich komplett übersehen. Das tut mir leid, aber danke, dass ihr mir das geschrieben habt. So, dann gucken wir mal, was bei Kennys Garage so ist. Ja, neues Rezept und noch so ein Bild. Haben wir davon eigentlich jetzt alle? War ich da jemals oben? Ich weiß es gerade nicht. Ach, hier. Deswegen will ich das einfach mal machen. Startbereit! Wir können ja jetzt auch wahrscheinlich in die Polizeiwache und das abgeben, was wir. Outfit. Dankeschön.
Trinkgefäß Hipsterium, okay. So. Dann mal los! Sei gegrüßt, Krieger von Mamaria! Ich bin der rechtmäßige Verehrer der Prinzessin, der größte Krieger, den die Busenarena je gesehen hat. Wieder musste ich kämpfen. Ich habe gesiegt, aber ich bin geschwächt. Ich muss einen Heiltrank zu mir nehmen, damit ich zur Liebsten in Hippopolis zurückkehren kann. Kannst du mir da weiterhelfen? Ja, deinem Vater geht's irgendwie nicht gut. Oh Mann, das ist super. Wenn du mal Hilfe brauchst, ruf mich und ich werde an deiner Seite kämpfen. Okay, für ein Drogenfläschchen habe ich jetzt Geralt auf Drogen. Klar, ein Porträt mit dem größten Krieger von Hippopolis. Ja, Mr. Brozovsky. Da bin ich mal gespannt, was Sheila dazu sagt. Ja, das ist mein Dad. Ja. Dann mal los! Ciao, bis dann! Ich glaube nicht, dass es seinem Vater so gut geht. So, wir gehen mal hier lang. Wir müssen jetzt zu Stark's Pond. Oh. Hallo? Dich kenne ich doch irgendwoher. Warst du der Geschäftsführer von... Ja, der hat sich doch umgebracht. Das war doch hier der Geschäftsführer von... Ach, dieser Megamart da. Wisst ihr, welchen ich meine? Ich hoffe ja. Ist mit dir eigentlich... Mit dir kann ich kein Foto machen. Wir gehen aber auf jeden Fall noch nicht ins Freedom Pals Versteck. Wir gucken mal, was Freeman sozusagen hat. Hab neue Sachen auf der Karte. Im Taco-Geschäft ist man erfinderisch oder weg vom Fenster. Oh. Da ist ja das Furzwunderkind. Aber nee, das brauche ich nicht wirklich. Oh, das da brauchen wir. Danke sehr. Pass auf dich auf. So, Crafting. Bei Artefakte haben wir was Neues. Ach ja, hier brauchen wir aber nicht unbedingt. Wir haben ja eh das Maximum von unserem Level erreicht. Aber hier so ein maximales Wiederbelebungsserum. Seien wir mal ehrlich, die Dinger brauchen wir. Und Taco Supreme. Kolossale Gesundheit. Da werden wir uns auch nicht gegen sträuben. Vor allen Dingen, wenn wir hier die richtig harten Kämpfe bestreiten. Zum Beispiel gegen Morgan Freeman. Dann brauchen wir hier richtig gutes Zeug. Superheld. Du verkaufst auch Sportflaschen, das ist super. Davon brauche ich nämlich auch mal ein bisschen was. Wir nehmen mal 50. Bitte sehr. Danke sehr. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich beim Crafting nicht angeben kann, wie viel ich craften will. Also wenn ich jetzt, was weiß ich. Oh. 300 von den Dingern haben will, dann will ich die auch bekommen und will nicht hier die Leertaste hämmern. Weil die haben wir ja im letzten, oder besser gesagt im Kampf gegen die Ziege, ziemlich eingebüßt. Schaff weitere Zutaten? Ich hab doch noch Zutaten. Ist mein Inventar voll mit dem Zeug oder was? Ach so, nee, oh, das verbraucht ja richtig von diesen Medikamenten. Habe ich gar nicht gesehen, dass das so extrem viel frisst. Stimmt, was wir heute noch machen können, ist Dr. Timothys Charakterbogen angucken. Oh, Beschwörung, Geralt auf Drogen. Sollen wir das eigentlich alles auch mal lesen? Dann machen wir das beim nächsten Mal, würde ich sagen. Dann lesen wir hier mal... alles genau durch. Einen Furz können wir auch noch bekommen. Aber Dr. Timothy machen wir heute schon. Dr. Timothy ist hier gar nicht dabei. Okay. Hätte ich jetzt gedacht.
Nun gut, wir haben ja noch keine Gesinnung und keine Religion. Das kommt also auch noch. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein nettes Kommentar da lasst. Einen Daumen nach oben und was zum Henker. Seht ihr mal. Den Schnauzbart, dass man den mitnehmen kann, wusste ich nicht. Gut, Leute, ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit South Park The Fractured But Whole. Bis dann, euer Wolf.